Wasser hat eine ungeheure Kraft. Wasser kann gefährlich sein, aber wir brauchen es zum Leben. Wasser erfrischt, stillt den Durst, wäscht rein. Wasser ist Meer, Wolke, Regen, Schnee. Wasser ist schön. Es erstarrt zu Eisbergen und fließt durch die Adern von Pflanzen und Menschen. Wasser ist für uns alltäglich selbstverständlich. Doch wo es fehlt, ist das Leben bedroht. Ohne Wasser gäbe es für Menschen, Tiere, Pflanzen kein Leben. Schon am Anfang unseres Lebens sind wir von Wasser umgeben. Mit Wasser werden wir getauft. Warum sind wir auf Wasser angewiesen? Kommt ein Besucher aus dem Weltraum zur Erde, so findet er einen wunderschönen blauen Planeten vor mit schönen Wolkenbildern. Der überwiegende Teil der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Das Leben ist im Wasser groß geworden, es hat sich dort entwickelt. Dieses einfache Element aus Wasserstoff und Sauerstoff fasziniert nicht nur die Wissenschaft. Auch für Christen hat Wasser eine wichtige Bedeutung. Wir taufen mit Wasser, weil Wasser eine große symbolische Bedeutung hat. Das Wasser der Taufe sagt, Gott nimmt von uns, was uns beschwert. Man kann zusammengefasst sagen, das Wasser der Taufe macht uns deutlich, Gott schenkt uns Leben. Die Taufe hat eine lange Geschichte. Die Bibel erzählt uns von einem Mann, der in der Wüste lebte und am Jordan getauft hat. Man nannte ihn Johannes den Täufer. Er forderte die Menschen auf, ändert euer Leben, glaubt an Gott und tut Gutes. Das Untertauchen im Wasser sollte ein Zeichen dafür sein, dass das alte Leben beendet ist und ein neues Leben mit Gott beginnt. Auch Jesus ließ sich von Johannes taufen. Ob auch er getauft hat?